Herzlich willkommen bei Reisemobile Dülmen. Heute möchte ich euch einfach mal gerne zeigen, wie wird eine Sattanlage hoch und runter gefahren. Was muss ich dabei beachten? Wie wird das ganze System benutzt? Da habe ich euch zwei Beispiele einmal vorbereitet. Die möchte ich euch gerne zeigen. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen, dass wenn ihr mal irgendwo auf dem Platz steht und nicht wisst, was ihr machen müsst, vielleicht euch dieses Video anschauen könnt und wisst, wie fahre ich meine Sattanlage hoch. Heute möchte ich euch gerne einmal bei einem Hobby-Reisemobil zeigen, wie die Teleco-Sattanlage hochgefahren wird. Das heißt, wir haben hier den Fernseher sitzen in dem Bereich in der Sitzgruppe. Den Fernseher können wir natürlich auch schwenken nach hinten. Das heißt, ich ziehe den Fernseher raus und kann ihn nach hinten drehen. Fahre ihn wieder rein. Heute gerne einmal für euch, wie fahre ich die Sattanlage überhaupt hoch? Das heißt, bei Hobby ist es so, ich habe hier kein Modul, worauf ich die Sattanlage hochfahren muss, sondern hier fahre ich sie wirklich über die Fernbedienung hoch. Ich mache den Fernseher an, habe dann hier auf der Fernbedienung zwei Knöpfe, wo dann steht On und Parken. Das bedeutet, wenn der Fernseher an ist und ich gleich ein Bild habe, drücke ich jetzt auf die Position On, wo hier unten Antenne On steht. In der jetzigen Situation fährt die Sattanlage jetzt hoch und sucht sich das Signal, je nachdem, wo die Sattanlage sich hinsetzen muss. Das kann, ich sag mal, ein paar Sekunden dauern, vielleicht auch eine Minute dauern, je nachdem, wie das Signal gerade ist. Da bitte aufpassen, vielleicht jetzt nicht direkt unter einem Riesenbaum zu stehen oder vor einem Riesengebäude. Dann kann es sehr schwierig werden. Ansonsten sollte es eigentlich sehr schnell funktionieren, dass dann der Fernseher überspringt auf das Fernsehprogramm, wo dann die Feinjustierung kommt und ich wie jetzt hier dann das Bild habe und dann Fernseh schauen kann. So kann ich dann ganz normal, wie zu Hause auch, auf die Position weiterklicken und meine Programme dann dementsprechend schauen, je nachdem, was man haben möchte. Wenn ich jetzt stehe, kann ich den Fernseher ganz normal ausmachen über die Taste aus. So wird die Sattanlage nicht sofort reinfahren. Wenn ich möchte, dass die Sattanlage reinfährt, mache ich den Fernseher wieder an, warte kurz. Jetzt habe ich direkt das Bild. Und jetzt habe ich hier die Position Parken. Das bedeutet, jetzt bringe ich die Sattanlage wieder in die Position, dass ich losfahren möchte, bevor ich losfahre. Und dann fährt die sich dementsprechend ein, macht den Fernseher aus und kann dann dementsprechend losfahren. Das heißt, die ganze Steuerung läuft über die beiden gelben Knöpfe? Genau. Das ganze System wird über die Fernbedienung gesteuert. Es ist nicht mehr so, dass ich sagen muss, ich muss am Bedienpanel einen Knopf drücken, dass ich sagen muss, ich muss den Receiver selber hochfahren. Ja. Das wird alles über den Fernseher gesteuert. Das heißt, alles ist mit integriert drin und somit kann ich das Ganze dann rauf und runter steuern. Kann ich dann noch einen zweiten Fernseher anschließen? Ja, man kann das Ganze auch aufrüsten auf einen Twin-LMB. Das heißt, ich kann jeweils hinten, sage ich jetzt mal, Programm 1 schauen und vorne Programm 2. Ich kann aber auch mit der Sattanlage sagen, ich möchte zwei TVs haben, aber hinten kann ich dann nur dasselbe schauen wie vorne. Deswegen ist der Twin-LMB wichtig. Der ist dann dafür da, dass ich unterschiedliche Programme schauen kann. Wenn der eine Fußball schauen möchte und der andere vorne was anderes, kann man das dann dementsprechend tun. Okay. Na? Was ist, wenn ich vergesse und einfach so losfahre? Dann würde die Sattanlage automatisch mit reinfahren über die Zündung, weil sie auch dann auf die Zündung gesteuert ist. Problem dabei ist, das sollte man nicht zu oft machen, weil sich dann die Sattanlage aufhängen kann und in einer bestimmten Position einfach stehen bleibt. Deswegen immer darauf achten. Ist nicht gleich kaputt, nein, wenn man es einmal macht. Nein, es ist nicht, dass sie dann kaputt ist. Es ist einfach wirklich dafür da, dass wenn man es mal vergisst in der Hektik, die Sattanlage trotzdem einfährt. Das ist so gut. Ja, das sollte man auch immer bitte bei beachten. Immer schauen, ist mein Fernseher noch an, ist die Sattanlage noch oben, wenn ich mein Fahrzeug fahrbereit mache, Sattanlage einfahren. Das heißt nochmal, Fernseher anmachen, genau. Sattanlage anmachen, ja. Wenn der Fernseher aus ist und die Sattanlage ist noch hochgefahren, Fernseher anmachen, Sattanlage ausschalten, richtig. Fernseher ausschalten. Genau, so sieht's aus. Das funktioniert auch nur, wenn der Fernseher an ist. Wenn der Fernseher aus ist, kann ich die Sattanlage nicht einfahren. Das heißt, der TV muss immer an sein, damit er das Signal kriegt. Ja, das ist doch gut. So konnte ich euch einmal zeigen, wie wir mit der Sattanlage das Ganze dann hochfahren und runterfahren. Ich hoffe,
ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen und ihr wisst Bescheid. Beim nächsten Mal, wenn ihr vielleicht auch mal ein Mietfahrzeug habt und nicht wisst, wie fahre ich die Sattanlage nochmal hoch, wofür ist nochmal welcher Knopf, dafür haben wir das extra für euch einmal gemacht, damit ihr sehen könnt, so wird eine Sattanlage von der Firma Teleco hochgefahren. Jetzt möchte ich euch einmal gerne das Gegenstück zu der Teleco-Anlage zeigen, wo wir, wie man jetzt hier sieht, die Sattbox hat und nicht nur über die Fernbedienung das Ganze hoch und runter fährt. Wir haben hier einmal den Hauptschalter für den Fernseher und die Anlage selbst. Wenn dieser nicht aktiviert ist, kann ich die Sattanlage auch nicht hochfahren. Das bedeutet, ich schalte ihn ein, Fernseher ist aktiviert. Jetzt habe ich hier drei Positionen. Wir haben einmal den Satt, wo ich meine Sattanlagenprogramme einschalten kann. Das heißt zum Beispiel, hier hat man Astra 19e. Das wird immer von uns so eingestellt, dass wenn man aber auch im Ausland ist oder in Frankreich, je nachdem, was man schauen möchte, seinen Sender suchen kann. Wir haben hier Search. Dementsprechend, wenn ich auf Search drücke, fährt die Sattanlage hoch. Wo wir da bei der Teleco den On-Knopf für hatten, ist bei dieser Anlage der Search-Knopf. Und Close ist, wenn ich die Sattanlage reinfahren möchte. Das heißt, wenn ich losfahre, drücke ich einmal auf Close, die Sattanlage fährt runter und ich habe mein Fahrzeug reisebereit für die nächste Fahrt. Das ist die Position, das Gegenstück zu dem, was wir gerade hatten. Da gibt es mehrere Hersteller von, die dasselbe, sag ich mal, dieselben Parallelen haben, auch wo man dann die drei Funktionen hat mit den Knöpfen. Einfach nur mal für euch zum Zeigen. Das heißt, ihr kommt an, macht den Knopf an, drückt auf Search, das Ganze fährt hoch, das Bild springt auf und ihr könnt Fernsehen schauen. So, möchtet ihr losreisen, wieder zurück, drückt ihr auf Close und das Ganze fährt sich wieder ein. Ja, das ist dann einmal das Gegenstück zu der Teleco-Sattanlage. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, was für Sattanlagen wir haben, wie die gesteuert werden, was ich beachten muss. Dementsprechend hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Button und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mein Name ist Yannick Wahlers. Tschüss.